Hallo ihr Lieben, heute habe ich noch meinen Lesemonat vom März für euch und ja, wenn ihr wissen wollt, was ich im März alles so gelesen habe, dann bleibt auf jeden Fall dran und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Ich habe im März wieder einige Rezensionsexemplare auch gelesen. Zu diesen Büchern existiert natürlich ein separates Video, weswegen ich mich jetzt hier kürzer fassen werde, da ich jetzt ja nicht alles 100-mal wieder kauen muss. Und wenn euch ein Buch genauer interessiert, dann schaut einfach in dem jeweiligen Video dazu vorbei. Da gehe ich dann auf alles nochmal genau ein. Ich habe auch zwei Bücher verborgt, die ich gelesen habe gerade. Und da halte ich dann einfach mal die Ersatzbücher dafür hoch, dass ihr wisst, was für Bücher ich meine. Und ja, ich würde sagen, fangen wir mit dem ersten Buch an, was ich im März gelesen habe. Und zwar war das Brave, der dritte und vorerst letzte Teil der Wicked-Reihe. Das Ende ist sehr, sehr offen. Also es kann sein, dass da irgendwann nochmal was kommt. Vielleicht auch kommt ein Spin-off, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das Ende, wie gesagt, sehr, sehr offen. Deswegen sage ich mal vorerst letzter Teil, weil wir kennen ja Frau Armantrout. Vielleicht schreibt sie irgendwann nochmal einen Teil. Zum Inhalt kann ich euch leider nichts sagen, da das hier eine fortlaufende Reihe ist und ich euch komplett spoilern würde, wenn ich hier irgendwie was verrate. Deswegen lassen wir den Inhalt jetzt einfach an dieser Stelle einfach mal weg. Ich kann nur sagen, dass mir Brave wieder gut gefallen hat. Ich hatte hier Schwierigkeiten mit Ivy, unserer Protagonistin aus dieser Reihe. Die ging mir am Anfang sehr auf den Sack. Die ist total in Selbstmitleid versunken. Die hat nur noch ich und mi, 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 mi. Und was mit allen anderen war, war scheißegal. Und dass andere vielleicht auch Probleme haben, war ihr auch scheißegal. Und das hat mich sehr gestört. Da bin ich leider mit ihr nicht mehr warm geworden, so richtig dann auch zum Ende hin von der Geschichte, wo sich das dann alles auch wieder besserte. Das fand ich ein bisschen schwierig, aber ansonsten von der Story her fand ich das Ganze wieder ganz cool gemacht. Das Ende war wie immer sehr abrupt und überraschend. Also das ist bei Jennifer Armentrout irgendwie immer, habe ich festgestellt. Die planen und planen und planen und planen und dann kommt alles ganz anders und knackig und kurz und knapp und Ende. Und ich denke mir so, mhm. Ich muss sagen, mir ging es bei dem Ende wie beim Ende der Götterleuchten-Reihe. Da beim Ende von der Götterleuchten-Reihe dachte ich mir auch noch so, du willst mich doch jetzt hier verarschen. Was ist das denn? Die machen und planen seit Monaten und dann geht alles ganz anders und easy und weg. Und so war das hier auch und das fand ich ein bisschen doof. Also mit dem Ende bin ich nicht hundertprozentig zufrieden. Wie gesagt, es ist ein sehr, sehr offenes Ende. Es kann auf jeden Fall rein theoretisch hier weitergehen mit der Reihe. Ja, ansonsten fand ich das Buch gut. Also es hat mir sehr gut gefallen. Ich fand Tink wieder super, ich fand Ren wieder super. Ren ist einfach sowieso einfach mal toll. Und ja, ich fand die Geschichte auch gut. Mir hat die Geschichte auch an und für sich gut gefallen. Mit den Fae, die durch diese Portale in unsere Welt gelangen und versuchen da die Menschheit zu unterjochen. Das hat mir schon sehr gut gefallen. Aber wie gesagt, ich hatte halt so meine Schwierigkeiten mit dem Buch. Obwohl es mir auch echt gut gefallen hat im Großen und Ganzen. Aber es war halt kein Buch, was hundertprozentig perfekt war. Und ich finde, man merkt bei Jennifer Armentrout manchmal einfach, dass sie sehr, sehr viel schreibt. Ich finde, ihre Qualität leidet manchmal schon ein bisschen, was bestimmte Dinge in Geschichten anbelangt. Ich liebe diese Frau, sie ist und bleibt meine Queen einfach. Aber ich muss auch mal über meine Queen meckern dürfen. Und ja, Brave war das erste Buch, was ich im März gelesen habe. Wie gesagt, ich fand die Geschichte toll, mir hat das super gut gefallen. Ich mochte die ganze Reihe total. Aber ich hatte halt so ein bisschen meine Schwierigkeiten dann doch noch irgendwie zum Ende hin. Das zweite Buch, was ich im März beendet habe, war ein Reread. Und zwar habe ich mit der lieben Sina zusammen Grisha, Goldene Flammen von Leigh Bardugo nochmal gelesen. Wir beide hatten das vor ungefähr 2 Jahren schon mal zusammen gelesen und haben jetzt beide die komplette Reihe zusammen und haben gesagt, wir wollen jetzt die komplette Reihe zusammen lesen. Da wir beide aber mit dem ersten Teil nicht mehr so richtig wussten, was genau passiert ist, haben wir gesagt, wir lesen den ersten nochmal und das war auch gut. Und ich muss sagen, mir hat der erste Teil beim zweiten Mal lesen besser gefallen wie damals. Also ich habe damals mir meine Goodreads-Bewertung nochmal angeguckt und habe halt so gedacht, nee, irgendwie findest du das Buch doch jetzt um einiges besser. Und ja, war also nicht verkehrt, das Buch nochmal zu lesen. Ich glaube, zu Grisha brauche ich nichts weiter sagen. Es geht in diesem Buch um Alina. Und Alina lebt in einer sehr kriegerischen Welt auch. Es gibt in der Welt, in der Alina lebt, Grisha. Das sind Menschen mit besonderen Fähigkeiten. Diese Fähigkeiten zeichnen sich auch wieder in verschiedenen Formen aus. Es gibt Menschen, die können Wunden heilen und Dinge im Gesicht verändern. Es gibt Menschen, die können ganz, ganz viel mit Metall machen. Es gibt Menschen, die können Flammen erzeugen oder Wasser kontrollieren. Also da gibt es die verschiedenen Arten von Grisha in dieser Welt. Die haben auch alle ganz bestimmte Bezeichnungen, die ich mir niemals merken werde. Und
Ja, Alina lebt in dieser Welt und ist ein Waisenkind. Und Alina und ihr bester Freund Malchin sind zusammen im Waisenhaus aufgewachsen und sind dann mit 18 Jahren zusammen zum Wehrdienst gegangen, nennen wir es so. Und Alina ist Kartografin und Malchin ist Pferdenleser und sie sind auch zusammen in einer Einheit, also sind halt auch so immer zusammen und sind halt auch die besten Freunde. So, Alina ist aber nun schon quasi ihr ganzes Leben heimlich verknallt in Malchin. Malchin ist aber so der typische Frauenschwarm, hat immer eine andere an der Hand und ja, das ist so ein bisschen schwierig zwischen den beiden, aber das kennt man ja aus vielen anderen Jugendbüchern auch. Und eines Tages ist es so, dass der Trupp von Alina und Malchin die Schattenflur überqueren soll. Die Schattenflur ist eine von einem ganz, ganz mächtigen Grisha erschaffene quasi Flur. Wartet, ich kann euch das ja mal zeigen, falls ihr das jetzt wirklich noch nicht kennen solltet. Aber ich gehe von aus, die meisten von euch werden das ja jetzt kennen. Die Schattenflur ist quasi hier. Das ist dieses große schwarze Ding, was sich so mitten durch die Welt zieht. Und da ist einfach nur Schwärze. Das ist wie schwarzer Nebel. Und die trennt halt quasi das Land. Und um halt zur Küste zu kommen, musst du einmal durch diese Schattenflur durch. Und Alina und Malchin sollen jetzt an diesem einen Tag, wie gesagt, die Schattenflur überqueren und dann halt an der Küste auf ein Schiff steigen. Und es kommt natürlich alles ganz anders wie geplant, denn während sie die Schattenflur überqueren, werden sie angegriffen von den Volkrab. Das sind geflügelte Wesen. Ich stellte mir so ein bisschen vor wie eine Mischung aus Fledermaus und Mensch. Und die greifen dann halt diese Schiffe an quasi, die über diese Schattenflur sich drüber begleiten. Und dann tut Alina etwas, was sie eigentlich nicht können sollte und rettet damit sich und vielen anderen das Leben. Und sie wird dann zurückgebracht und wird dem Dunklen vorgestellt. Der Dunkle ist quasi die rechte Hand des Zaren. Und der Dunkle hat auch ganz, ganz besondere Fähigkeiten, die kein anderer Grisha hat. Und ja, Alina hat nur das Problem, dass sie keine Ahnung hat, was sie da eigentlich gemacht hat. Man sie aber vor Gericht stellen will. Und ja, der Dunkle sieht in ihr aber eine Chance. Und was das für eine Chance ist und was Alina noch alles erlebt, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Und ich kann nur sagen, dass mir der erste Teil, wie gesagt, großartig gefallen hat. Ich fand es ganz, ganz toll. Ich habe inzwischen das Lied der Krähen gelesen und es spielte in der gleichen Welt wie Grisha. Also nur einige Jahre später. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, wie viele Jahre später. Aber es ist halt die gleiche Welt. Und durch das Lied der Krähen sind mir jetzt viele Dinge klarer, die damals meinem ersten Leben so ein bisschen so ein Hä? Hervorgerufen haben. Also ich weiß jetzt halt auch mit vielen Begrifflichkeiten mehr anzufangen. Und ich kann mir darunter auch einiges mehr vorstellen. Und das fand ich richtig gut. Und ja, ich fand Grisha Goldene Flammen von Neiva Dugo auch beim zweiten Mal lesen richtig, richtig toll. Und ich kann euch wirklich diese Reihe nur empfehlen. Ich möchte jetzt im April auf jeden Fall mit Sina den zweiten Teil lesen. Da muss ich sie auch mal anschreiben, wie es bei ihr aussieht, denn sie war ein bisschen in der Leseflaute. Und ja, aber mehr kann ich dazu jetzt auch halt nicht sagen. Ist halt Grisha. Finde ich toll. Lest es. Ist super toll. Dann habe ich im März noch eine Novelle gelesen. Dieses Buch habe ich als E-Book zur Verfügung gestellt bekommen von der Autorin. Und zwar ist das von Jasmin Winter, In Liebe, John. Und In Liebe, John ist, wie gesagt, eine Novelle, also eine kurze Geschichte, wo es um zwei Menschen geht, die sich über das Internet kennenlernen, die sofort Freundschaft schließen und sich sofort miteinander verbunden fühlen und sich aber noch nie getroffen haben. Und unsere Geschichte beginnt 6 Monate später, als die beiden sich das erste Mal quasi verabredet haben. Und zwar wollen sich die beiden an Weihnachten, wo die beiden auch übrigens Geburtstag haben, in New York treffen und wollen dort ein paar gemeinsame Tage miteinander verbringen und sich halt auch endlich mal live sehen. Und bei beiden ist es so, dass die Reise nach New York nicht ganz ohne Probleme verläuft. Und durch diese Dinge, die auf der Reise passieren, kommen die beiden ein bisschen ins Grübeln auch noch. Denn die beiden sind, wie gesagt, beste Freunde geworden über das Internet, aber haben sich halt noch nie live gesehen. Und beide überlegen jetzt natürlich, ob diese Begegnung im realen Leben jetzt etwas zwischen ihrer Freundschaft verändern wird. Und das ist es, worum es in Liebe, John schlussendlich geht. Und ich kann nur sagen, dass mir das Buch wirklich gut gefallen hat. Das ist wieder so eine richtig süße, niedliche, ihr könnt es nicht mehr hören, Liebesgeschichte. Es tut mir leid, dass ich das immer wieder sagen muss, aber es ist halt nun mal so. Und jetzt kommt ein Flugzeug. Jetzt musste ich mal wieder den Akku wechseln. Der ist mir jetzt auch noch ausgegangen, während das Flugzeug hier vorbeiflog, was ja absolut nicht schlimm ist. Wo war ich jetzt gerade? Ich war gerade bei In Liebe, John und ich hatte, glaube ich, gerade gesagt, dass es eine absolut süße, niedliche Liebesgeschichte ist.
Ich kann zu dem Buch halt auch nicht allzu viel sagen, denn wie gesagt, dieses Buch hat 140 Seiten und ich möchte euch einfach nicht so viel von der Geschichte verraten, denn ich finde, man sollte die Geschichte einfach lesen und selber gucken, was so da dahinter steckt. Ich kann im Großen und Ganzen sagen, dass die Geschichte mir wirklich gut gefallen hat. Das ist wieder so eine absolut gute Geschichte, so für zwischendurch. Wenn man einfach mal entspannen möchte und den Alltag ausblenden möchte, dann kann man sich das Büchlein schnappen, auf die Couch knallen und einfach nachmittags diese komplette Geschichte in einem Rutsch auch durchlesen. Ich kann nur sagen, dass mir der Verlauf und die Entwicklung der Geschichte gut gefallen hat. Ich finde, die Autorin hat sich da was wirklich Süßes ausgedacht, hat sich da auch viele Gedanken drüber gemacht, was den beiden denn jetzt eigentlich passieren kann, was halt auch nochmal so Denkanstöße mit den beiden auf den Weg gibt. Ich finde, das hat die Autorin wirklich einfach sehr, sehr süß umgesetzt. Was die Charaktere betrifft, fand ich Ava oder Ava und John auch richtig gut. Die beiden haben wirklich gepasst wie Arsch auf Eimer. Und es war halt auch einfach toll zu sehen, wie die beiden sich im Laufe der Geschichte so verändert haben. Ich meine, wir begleiten die beiden, ich glaube, insgesamt 3 oder 4 Tage. Also es ist jetzt nicht ein riesiger Zeitraum, aber die beiden haben halt eine Vorgeschichte. Und es war schon süß zu sehen, wie die beiden sich so verändert haben, was so in ihren Köpfen vorging. Man liest das Buch auch aus der Sicht von ihr und von ihm. Ja, ich fand die Charaktere einfach toll. Die haben super gut zusammengepasst. Was Nebencharaktere betrifft, die spielen hier nicht wirklich eine Rolle. Es gibt natürlich auch andere Charaktere in diesem Buch, aber die kommen wirklich nur so ganz kurz am Rande mal drin vor. Aber im Großen und Ganzen kann ich sagen, was die Charaktere betrifft, hat es mir gut gefallen. Hat, wie gesagt, super gepasst, war super stimmig. Vom Setting her befinden wir uns ja dann hier wieder am Ende in New York. Ich glaube, ich brauche nichts mehr sagen. New York! Ich liebe New York! Es war halt auch wirklich witzig, streckenweise zu sehen, was den beiden halt so auf dem Weg nach New York passiert ist. Das hat mir sehr gut gefallen. Also vom Setting her kann ich mich auch nicht beschweren. Es war alles super gut beschrieben. Es war auch für mich verständlich. Ich konnte mir alles vorstellen. Vom Schreibstil her kann ich sagen, dass wir hier wieder einen lockeren, leichten Schreibstil haben, wieder passend für eine Liebesgeschichte. Der Schreibstil ist natürlich an den entsprechenden Stellen sehr romantisch und sehr kitschig und wie gesagt auch teilweise ein bisschen lustig. Und ich fand die Mischung in diesem Buch wirklich gut. Mir hat die Geschichte super gut gefallen. Und wie gesagt, wenn ihr ein Buch sucht, was ihr so zwischendurch einfach mal mitlesen könnt, um einfach mal abzuspannen für ein paar Stunden, dann solltet ihr euch In Liebe, John von Jasmin Winter auf jeden Fall angucken. Ich kann euch, was das betrifft, das Buch wirklich nur empfehlen. Und ja, mehr kann ich jetzt dazu auch nicht sagen, denn wie gesagt, es ist nur eine Novelle und ich möchte euch nicht zu viel verraten. Das Buch, was ich dann danach gelesen habe, war dieses hier und zwar die Ellingham Academy, Was geschah mit Alice von Maureen Johnson. Und ich muss sagen, dieses Buch hat sich echt so großartig angehört und ich hatte so Bock auf das Buch. Dieses Buch ist mir ja vom Verlag einfach zugeschickt worden. Ich habe es nicht angefragt oder irgendwas, sondern es wurde mir halt einfach zugeschickt und ich dachte mir, ach ja, komm, es klingt echt richtig gut, hast Bock auf die Geschichte, lies es. Und ja, ich habe das Buch dann gelesen. Es fing auch richtig gut an. Das hat mir auch sehr gut gefallen, die Geschichte. Aber ab der zweiten Hälfte, da passierte dann was bei der Hälfte, wo ich einfach nur so dachte, das ist absolut unlogisch. Das ist doch jetzt nur da drin, weil das hier ein Kack-Jugendbuch ist, wo sowas rein muss. Und das hat überhaupt nicht zur Geschichte gepasst. Und ab dem Moment ging das Buch für mich echt drastisch bergab. Also, da hat die Protagonistin dann auch überhaupt nicht mehr gepasst. Und das war dann alles nur noch so mi-mi-mi-mi. Und nee, das war dann einfach nicht mehr gut. Was ich sehr, sehr schade fand, denn wie gesagt, mir hat der Anfang richtig gut gefallen. Die erste Hälfte von der Geschichte fand ich super. Aber dann halt zum Ende hat die Geschichte echt stark abgebaut und auch die Protagonistin. Also, holla die Waldfee. Ich meine, sie ist 16, man merkt das natürlich auch. Aber ich hätte sie einfach für eine toughere Person hier gehalten. Denn sie kommt am Anfang so immer so super cool rüber und sie möchte ja unbedingt Kriminologie studieren und sie träumt schon ihr Leben lang davon, endlich mal eine Leiche zu finden. Und dann findet sie eine Leiche, also besser gesagt, sie findet die Leiche nicht mal. Sie sieht das Bein einer Leiche und dreht komplett am Rad und hat dann Angst und schiebt sich irgendwelche Filme. Und ich denke nur so, ich denke, du wolltest in deinem Leben mal eine Leiche sehen. Jetzt hast du ein Bein von der Leiche gesehen und drehst total durch. Das hat überhaupt nicht so zu ihrem Charakter gepasst. So, das war für mich irgendwie alles nicht sehr stimmig. Und ja, das hat für mich einfach dann nicht mehr gepasst. In diesem Buch geht es im Prinzip um Stevie. Und Stevie möchte, wie gesagt, Kriminologie studieren und hat sich an der berühmten Ellingham Academy beworben. Die Ellingham Academy ist sehr berühmt und berüchtigt, da der Gründer Albert Ellingham ein sehr, sehr exzentrischer Mann war und diese Schule aus eigener Tasche quasi aufgebaut hat und bezahlt hat. Und die Schule ist auch heute noch eine kostenlose Institution für ihre Schüler, die halt sich zum Ziel gesetzt hat, besondere Talente zu fördern und denen alles zur Verfügung zu stellen, was geht, damit halt diese Talente bestmöglich gefördert werden. Und Stevie hat sich halt an dieser Schule beworben und ist halt angenommen worden. Und das hatte auch seinen Grund, denn Albert Ellingham hatte eine Frau und eine kleine Tochter.
Und seine Tochter ist zusammen mit seiner Frau Ende der 20er Jahre entführt worden. Seine Frau wurde dann später tot aufgefunden, aber von Alice fehlt bis heute jede Spur. Und unsere Protagonistin Stevie möchte diesen alten Fall gerne neu aufrollen und versucht herauszufinden, was damals genau passiert ist, was mit Alice passiert ist und was da genau hinter dieser ganzen Entführungsgeschichte steckt und hinter diesem Mord. Und ja, deswegen geht sie nach Ellingham, weil sie das sehr, sehr faszinierend findet. Und ja, wie ich schon sagte, die erste Hälfte vom Buch ist echt gut und dann geht's steil bergab, was ich wirklich sehr, sehr schade finde. Ich werde auch hier den zweiten Teil definitiv nicht lesen. Ich finde, man hätte auch das Ende besser lösen können. Man hätte besser lösen können, was in der Geschichte passierte. Ich finde, hier werden nur mehr Fragen aufgeworfen als geklärt. Und es ist ja prinzipiell okay, wenn das Buch ein offenes Ende hat und wenn hier nicht alles besprochen wird. Aber man wird hier so wirklich komplett im Dunkeln gelassen. Man hat dann am Ende keine Ahnung, man ist genauso schlau wie am Anfang und denkt sich so, okay, was hat mir das Ganze jetzt gebracht? Nichts? Okay. Ja, ich fand es ein bisschen schade, denn wie gesagt, es fing gut an und ging dann steil bergab. Das nächste Buch, was ich dann danach gelesen habe, habe ich gerade verborgt, deswegen kann ich es euch nicht zeigen. Aber es ist der Nachfolger von dem hier und zwar habe ich gelesen Maybe This Love. Und in Maybe This Love geht es um den Bruder von Jackson, der ist ja hier unser Protagonist. Und Ben ist der Protagonist im zweiten Teil und ja, Ben hat so ein bisschen gerade ein Problem, denn er hat besoffen in einer Silvesternacht in Las Vegas geheiratet. Er kennt aber seine Frau überhaupt nicht, hatte seitdem her auch null Kontakt zu seiner Ehefrau und ja, sie steht jetzt plötzlich vor der Tür und fordert Dinge von ihm und er möchte sich natürlich schnellstmöglich scheiden lassen. Und ja, womit Ben allerdings nicht gerechnet hätte, ist, dass er sich zur Anwältin seiner aktuellen Ehefrau sehr, sehr stark hingezogen fühlt. Und ja, was dann mit Ben und dieser Anwältin, Olivia heißt sie, dann alles passiert, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Und ich muss sagen, dass ich den zweiten Teil vielleicht sogar noch ein ganz klein bisschen besser fand wie den ersten Teil, denn Ben und Olivia sind einfach eine richtig tolle Mischung. Ich finde Ben als Mann einfach ganz, ganz toll und Olivia ist vom Charakter her sehr, sehr interessant, denn sie steht auch in einem, an einem ganz, ganz interessanten Punkt in ihrem Leben, wo die beiden sich gerade kennenlernen. Das fand ich sehr, sehr faszinierend und ich fand es halt auch sehr, sehr faszinierend zu sehen, wie geht Ben jetzt mit dieser ganzen Situation um. Und ja, das hat mir alles sehr gut gefallen. Ich fand die Geschichte richtig gut, die da dahinter steckte. Ich fand die Charaktere toll. Ich fand das Setting wieder großartig und vom Schreibstil her hat es mir auch wieder richtig gut gefallen. Es sind auch wieder lockere, leichte Liebesgeschichten. Es tut mir leid, dass ich das immer sagen muss, aber es ist halt einfach so. Und jeder, der gerne Geschichten über heiße Eishockeyspieler liest, sollte sich diese Reihe auf jeden Fall angucken. Die Colorado Ice Reihe ist das. Und ja, ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf den dritten Teil. Im dritten Teil geht es dann um den dritten Bruder. Und man hat schon so am Ende jetzt vom zweiten Teil so ein bisschen was erfahren. Denn der dritte Bruder, Asher heißt er, ja, er hieß Asher, hat nur Affären, also er hat quasi nie eine Beziehung und es geht dann wohl im dritten Teil um ihn und um seine beste Freundin. Und das finde ich ja wieder sehr interessant. Ich liebe so bester Freund und beste Freundinnen-Geschichten. Ich mag sowas einfach immer sehr, sehr gerne und deswegen freue ich mich auch schon sehr auf den dritten Teil. Ich möchte auch auf jeden Fall die Novelle, die es zu dieser Reihe noch gibt, noch mitlesen. Da geht es um die Schwester von den drei Brüdern, Becky. Und da geht es dann darum, wie sie ihren aktuellen Ehemann kennengelernt hat. Und das interessiert mich auch auf jeden Fall sehr, denn ich finde, diese Geschichten sind ultra sympathisch. Also das sind wirklich Geschichten, wo man Bock drauf hat, auch weiterzulesen. Also ich finde diese Reihe einfach total entspannt bisher. Das sind Geschichten, die lese ich und die tragen mich so davon. Ich weiß nicht, wie ich das anders sagen soll. Also ich bin dann komplett weg. Ich lese, ich sitze dann hier auf meiner Couch und wenn mein Mann dann irgendwas sagt, ja, und dann irgendwann, du hörst mir nicht zu, ja, oder kannst du mal kurz kommen, gleich, ich lese nur noch das Kapitel fertig. Zwei Kapitel später sitze ich immer noch auf der Couch. Also solche Bücher sind das auf jeden Fall. Die lassen mich komplett entspannen, die lassen mich komplett abtauchen und ja, ich mag die Reihe bisher sehr und ja, wie gesagt, Maybe This Love habe ich gerade ausgeborgt, deswegen kann ich es euch nicht zeigen, aber es gibt ja auch hier ein extra Video dazu, da ich das Buch netterweise vom Verlag bekommen habe. Das sollte ich an dieser Stelle einfach nochmal erwähnen. Zu Ellingham gibt es auch noch ein extra Video, falls euch das interessiert. So, vier Bücher haben wir noch. Das nächste Buch habe ich auch gerade nicht da. Da zeige ich euch mal den neuesten Teil jetzt anstelle dessen. Und zwar habe ich im März gelesen den dritten Teil von Broken Darkness. Das hier ist jetzt der vierte.
ich raste aus. Auf den 4. habe ich mich schon so mega gefreut. Der ist heute angekommen. Und ja, ich habe den 3. Teil von Broken Darkness auf jeden Fall im März gelesen. Und ich muss sagen, der 3. Teil war nicht so hundertprozentig meins. Ich fand die Geschichte immer noch ganz cool. Ich fand auch das Ende richtig cool. Da war so ein Plot-Twist am Ende, den ich absolut nicht habe kommen sehen. Und ja, aber so im Großen und Ganzen ging mir das Rumgeficke in dem Buch einfach nur auf den Sack. Es tut mir leid, ich kann das nicht anders sagen, aber dieser 3. Teil strotzte wieder vor Erotik. Und das ist nun mal nicht meins. Es ist okay, wenn Erotik in Büchern drin vorkommt. Und diese Reihe ist ja hier sowieso derber als andere Reihen und sehr viel erotiklastiger als andere Reihen und sehr viel versauter als andere Reihen und damit komme ich auch klar. Aber es war halt im 3. Teil einfach zu viel Erotik für mich und auch, was die da so miteinander gemacht haben, was, das war nicht meins einfach. Im 3. Teil geht es ja um Joanne und um Max. Joanne ist ja die Nachbarin von Annie. Und Annie war ja die Protagonistin in den ersten beiden Teilen und Max ist der Bruder von Dylan, der war unsere Protagonistin in den ersten beiden Teilen. Und ja, um die beiden geht es jetzt im 3. Teil. Und zwar ist es so, dass von Joanne die Schwester in einer Sekte lebt. In dieser Sekte hat Joanne auch kurzzeitig gelebt, ist dann aber abgehauen, nachdem sie mitgekriegt hat, dass diese Sekte mit Drogen dealt. Ihre Schwester wollte nicht mitgehen, sie hat gesagt, ich habe jetzt endlich ein Zuhause gefunden, geh ohne mich. Leb dein Leben, lass mich in Ruhe. Und sie ist dann halt aus Angst damals auch einfach gegangen und hat ihre Schwester zurückgelassen. So, als sie ihre Schwester dann befreien wollte, war die Sekte weg. Die sind irgendwie umgezogen, komplett irgendwo anders hin und Joanne hat ihre Schwester nicht wiedergefunden. Das Ganze ist jetzt ein Jahr her und Joanne hat einen Weg gefunden, an den Sektenführer irgendwie ranzukommen, denn der Sektenführer, dieser Lagan heißt der, muss er seine Drogen irgendwie an die Leute bringen und da kommt ein bestimmter Motorradclub ins Spiel. Und Max ist Vorsitzender von diesem Motorradclub, also handelt er die Deals mit Lagan aus. Und das Ganze passiert in einem Stripclub, dem Velvet Touch, und in diesem Stripclub arbeitet Joanne. So, jetzt könnt ihr euch denken, dass das alles ein bisschen kompliziert ist. Und Joanne hat jetzt nun einen Plan, wie sie Lagan zum Reden bringt, um rauszufinden, wo ihre Schwester ist und möchte ihn und sich und den ganzen Club irgendwie in die Luft sprengen. Natürlich geht dabei einiges schief und am Ende haut Joanne mit Max, der auf dem Rücksitz liegt und halb verblutet, weil er eine Kugel abgekriegt hat, ab. So. Ja, Joanne weiß dann gerade nicht, was sie jetzt eigentlich machen soll. Sie ist etwas überfordert mit der Situation und tut das Einzige, was ihr noch so einfällt und fährt zu ihrer Tante. Ihre Tante ist Krankenschwester. Sie war in Afghanistan und hat dort halt als Krankenschwester auch gearbeitet. Und sie weiß halt, dass sie Max helfen kann und fährt dann halt zu ihrer Tante, die sie seit vielen, vielen Jahren nicht gesehen hat und bittet diese um Hilfe. Und was mit Max und Joanne passiert und ob Joanne ihre Schwester aus den Fängen dieser Sekte befreien kann und ob die Tante den beiden nun hilft oder halt auch nicht, das ist schlussendlich, worum es in dieser Geschichte geht. Und ich muss sagen, dass die Geschichte so vom Großen und Ganzen, vom Grundaufbau her und von der Struktur her, hat mir das schon sehr gut gefallen. Ich fand die Geschichte da, was das betrifft, echt gut. Allerdings war mir so, naja, so ein Teil, so im, nennen wir es so, im das zweite und dritte Viertel von der Geschichte, sagen wir es so, also der mittlere Teil, der war mir einfach zu langweilig. Da ist mir einfach zu wenig passiert zum einen. Also die flüchten ja dann und dann befinden die sich in einer Situation und dann diskutieren die ganz oft hin und her. Joanne und Max, die kacken sich dann die ganze Zeit da an und tun Spielchen miteinander spielen und jeder muss dem anderen beweisen, dass er hier der Dominantere ist. Und das ging mir einfach irgendwann ziemlich auf den Sack. Und da habe ich dann halt so gedacht, so, ja, jetzt hätte ich gern mal wieder, dass in der Geschichte irgendwas passiert und ihr euch hier nicht nur ankackt. Das fand ich so ein bisschen schwierig. Und wie gesagt, der erotische Anteil war mir auch einfach zu hoch, denn diese Spielchen, die beiden miteinander da getrieben haben, das haben sie alles auf sexueller Ebene geklärt. Das möchte ich an dieser Stelle einfach einmal erwähnt haben. Und das war halt einfach nicht so meins. Also ich muss sagen, dass ich mit Joanne und Max als Charakter, glaube ich, auch nicht so auf einer Wellenlänge gelegen habe. Ich konnte die beiden Charaktere verstehen. In sie hineinversetzen konnte ich mich nicht. Aber ich konnte so ihre Ansinnen verstehen. Also ich konnte verstehen, warum sie was getan haben. Aber ich konnte mich halt da weder hineinversetzen, noch zwingend mit ihnen unbedingt mitfühlen. Und ich glaube, das war halt auch noch so ein Ding in der Geschichte. Ja, ich muss sagen, dass der dritte Teil mir definitiv nicht so gut gefallen hat wie der erste und der zweite. Der war für mich definitiv schwächer. Ich freue mich jetzt aber total auf den 4., auf den hier. Denn im 4. geht es jetzt um Tiffany, eine weitere Nachbarin von Annie aus diesem Trailerpark.
Und Tiffany hat ja einen gewalttätigen Ehemann und drei Kinder von ihm. Und es kommt dann im zweiten Teil heraus, dass der Geschäftspartner von Dylan, er heißt Blake, der Bruder von dem gewalttätigen Ehemann ist. Und dieser gewalttätige Ehemann, der Bruder, wurde von seiner Familie quasi verstoßen, weil auch er da halt immer sehr viel Scheiße gebaut hat und gewalttätig wurde und sich einfach auch nicht hat helfen lassen. Und ja, seine Familie hat ihn deswegen quasi verstoßen. Und ja, nun trifft Blake auf Tiffany und Blake kriegt halt gesagt, wer sie ist im zweiten Teil. Und das findet er gar nicht gut, denn er bezweifelt auch, dass das seine Kinder sind, weil sein Bruder hat nie erwähnt, dass er Kinder hat oder verheiratet ist. Und er bietet Tiffany Schweigegeld an. Und ja, sie nimmt dann am Ende vom zweiten Teil das Schweigegeld und taucht dann aber am Ende vom dritten Teil in einer ziemlichen Notlage wieder auf. Und da setzt dann halt der vierte Teil an und ich bin schon so gespannt, wie das Ganze hier ausgeht. Ich freue mich da schon sehr drauf. Ich bin sehr gehypt auf den vierten Teil, denn ich denke, die Geschichte von Tiffany und Blake könnte mir auf jeden Fall wieder um einiges besser gefallen, wie die von Max und Joanne. Und ja, ich würde euch auf jeden Fall berichten, wie mir das Schätzchen hier gefallen hat. Ich freue mich da schon sehr drauf. Ich bin da schon total hyped. Aber ich habe jetzt noch ein paar andere Bücher, die ich vorerst mal lesen möchte. Und ja, Broken Darkness Teil 3 habe ich, wie gesagt, auch im März gelesen. War leider ein bisschen enttäuschend. Aber ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf den Herbst, denn da kommt ja der vierte und der fünfte Teil von Redwood Love raus. Also es heißt ja dann Redwood Dreams, glaube ich. Heißt es dann Redwood Dreams oder Forever? Ich weiß gar nicht, für was sie sich schlussendlich entschieden haben. Ich glaube Dreams. Und ich freue mich da auf jeden Fall schon total. Ich möchte diese Bücher auf jeden Fall lesen. Ich bin gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall wieder nach Redwood zurückzukehren, in diese absolut tolle, idyllische Kleinstadt. Und ich bin gespannt, was die drei Drachen aus Redwood da auf jeden Fall für ihre Mitbürger noch so im Petto haben. Ich freue mich da auf jeden Fall schon sehr drauf. Muhaha. So, das nur so mal am Rande erwähnt. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch. Und zwar habe ich dann im März noch gelesen Cinder und Ella von Kelly Oram. Ich habe dieses Buch ja im Dezember mitbekommen zum Geburtstag. Glaube ich. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, es war Geburtstag. Und ja, ich habe dann dieses Buch eigentlich auch unbedingt gleich lesen wollen, habe es jetzt aber so ein bisschen von mir hin und her geschoben, weil ich dann auch irgendwie nicht die Zeit hatte. Naja, wie das halt immer so ist. Habe es jetzt aber gelesen und kann nur sagen, holy moly, was für eine geniale Geschichte. Ich hatte seit langem wieder Pipi in den Augen, aber so richtig. Also, ich habe dieses Buch gelesen, ich habe es sofort mit Ella gefühlt. Ich war da so drin. Ich habe Das tat mir alles so leid und ich habe mit der gelitten, ey. Ich habe so mit der gelitten. Das ging überhaupt nicht. Ich stelle das Buch mal hierher. Das ist einfach eine so tolle Geschichte. Es ist ein Jugendbuch. Also es kommt keine Erotik oder irgendwas drin vor und es ist eine Liebesgeschichte. Aber diese Liebesgeschichte wird auf so eine besondere Art und Weise erzählt. Das ist der Hammer. In diesem Buch geht es halt um Ella und Ella hat einen Blog. Und auf diesem Blog rezensiert sie Bücher und hat über diesen Blog auch Cinder kennengelernt. Und Cinder und Ella sind beide Fans von einer ganz, ganz bestimmten Reihe. Ich glaube, den Aschechroniken heißt das oder so. Und haben dann halt darüber immer sehr viel diskutiert und gesprochen und haben sich halt auch so kennengelernt. Und die beiden sind aber auch wirklich nur Internetfreunde. Also sie schreiben auch übers Internet und alles, haben sich halt noch nie gesehen, keine Telefonnummern ausgetauscht, gar nichts. So. Und eines Tages ist es dann so, dass Ella erfährt, dass ihr Lieblingsbuch verfilmt werden soll. Und kleiner Fun Fact am Rande noch, Ella heißt eigentlich Ella Mara, so wie eine der Hauptfiguren aus ihrer Lieblingsreihe. Das ist auch gleichzeitig die Lieblingsreihe ihrer Mutti. Und deswegen hat sie Ella nach der Figur benannt mit Ella Mara. Das nur so ganz kurz am Rande. Es ist eigentlich nicht wichtig als Information, aber ich wollte es einfach mal erzählen, weil ich das sehr cool fand. Ella und Cinder sind dann gerade am Schreiben und Diskutieren über diese Verfilmung. Ella fährt nebenbei mit ihrer Mutter auf ein Wellness-Wochenende. Und während dieser Fahrt in dieses Wellness-Center passiert etwas. Und nach dem, was dort passiert ist, ist nichts mehr, wie es einmal war. Und Ella befindet sich auf einmal Monate später in einer komplett anderen Situation wieder. Das war einfach so heftig, einfach alles, was da passiert ist. Das war einfach so krass. Und ja, befindet sich dann, wie gesagt, Monate später in einer völlig anderen Situation wieder, wie sie es eigentlich gewohnt ist und versucht dann damit einfach zurechtzukommen und schafft es aber nicht so richtig. Und sie hat auch nach dieser Sache, was da passiert ist, den Kontakt zu Cinder quasi abgebrochen. Also sie hat den Kontakt zu ihm nie wieder aufgenommen und tut es dann aber. Und Cinder ist so froh, dass er seine Freundin jetzt quasi wieder hat und
versucht natürlich herauszufinden, was mit ihr genau passiert ist. So, und mehr möchte ich jetzt irgendwie zum Inhalt auch nicht verraten. Okay, auf dem Klappentext hinten steht drauf, was mit Ella passiert. Ich möchte es euch trotzdem nicht verraten. Also wenn ihr unbedingt wissen wollt, was mit Ella passiert, dann lest euch hinten den Rückband durch. Ich verrate es euch nicht. Auf jeden Fall kommen Cinder und Ella dann wieder in Kontakt. Und auch bei Cinder hat sich einiges verändert. Und ja, die Frage steht dann im Raum, ob die beiden sich dann überhaupt jemals treffen können. Und was passiert, wenn sie aufeinandertreffen. Und mehr verrate ich euch nicht. Also wie gesagt, wenn ihr unbedingt wissen wollt, was mit Ella passiert ist, dann lest hinten den Rückband durch. Ich muss sagen, ich habe mir das nicht nochmal durchgelesen. Ich habe damals so viel Gutes über diese Geschichte gehört, dass ich mir dieses Buch deswegen auch gewünscht habe. Und habe mir dann aber nie mehr angeguckt, worum es da eigentlich geht. Und habe auch, wo ich angefangen habe, dieses Buch zu lesen, keine Ahnung gehabt, was da genau eigentlich passiert ist, weil ich mir einfach hinten den Rückband und auch den Klappentext nicht mehr durchgelesen habe. Und das war die beste Entscheidung überhaupt, denn so kam alles, was dort passiert ist, absolut überraschend und du denkst nur die ganze Zeit, ach du Scheiße, die Arme, oh mein Gott. Also wenn ihr das Buch noch lesen wollt, lest euch nicht den Rückband nochmal durch oder den Klappentext, dann seid ihr auch wirklich komplett überrascht. Und ich fand das Buch einfach richtig gut. Der zweite Teil, wo es um die Freundin, glaube ich, von Ella geht, soll ja jetzt auch übersetzt werden. Da bin ich auch sehr gespannt. Das werde ich auf jeden Fall auch gerne wieder mitlesen, wenn das Buch dann rauskommt. Ich kann euch das Buch wirklich empfehlen, wenn ihr gerne mal so eine Jugendliebesgeschichte lest, die auch so ein bisschen tiefgründiger ist. Es ist schon echt ein gutes Buch. Also das kann ich nicht anders sagen. Mich hat dieses Buch voll und ganz überzeugt. Also ich fand auch Ella als Charakter richtig toll. Ich fand Cinder als Charakter richtig toll. Ich fand die Nebencharaktere richtig gut. Dieses Buch lehnt ja auch so ein bisschen natürlich an das Märchen von Cinderella an und das merkt man auch. Ich finde, das hat die Autorin alles super rübergebracht und die Autorin hat sich da eine richtig tolle Geschichte ausgedacht, wo man auf jeden Fall auch richtig mitfühlt mit den Protagonisten und einfach nur zwischendurch denkt so, fuck, fuck, fuck. Ich muss sagen, zum Ende hin ist die Geschichte richtig kitschig geworden. Da war sie sehr overkitscht. Da konnte man quasi den Schmalztopf unter das Buch stellen. Das hat alles nur so getropft. Aber das war nicht schlimm, denn nach dem ganzen Scheiß, der so im Vorfeld passiert ist, hat man das einfach so den Charakteren auch gegönnt, was dann so da passiert ist. Man dachte dann so, ach ja, das ist jetzt schön. Und ich kann euch das Buch, wie gesagt, nur empfehlen, wenn ihr gerne so Jugendliebesgeschichten lest, die so ein bisschen mehr Tiefgang haben, dann schaut euch Cinder und Ella auf jeden Fall an. Ich fand die Geschichte einfach nur großartig. Tolle Charaktere, tolle Handlung, tolles Setting, das muss ich auch sagen, das Setting hat mir sehr gut gefallen und auch der Schreibstil ist einfach nur richtig, richtig toll und sehr gefühlvoll auf jeden Fall auch und ja, mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen, ich fand die Geschichte einfach Hammer. Hammer, Hammer, Hammer hart. Wirklich. Oberhammer. Ich habe es lange nicht gesagt. Oberhammer, wirklich. Dann habe ich im März noch gelesen You von Lauren Blakely. Ich blende euch das Ganze jetzt hier einfach mal ein, weil ich das Buch auch gerade verborgt habe. Ich verborge halt meine Bücher auch immer gleich, wenn ich sie gelesen habe. Und ja, You von Lauren Blakely ist der vierte Teil der Big Rock-Reihe. Und ich hatte ja in meinem Video zu diesem Buch schon gesagt, dass ich mit dem dritten Teil so ein bisschen meine Schwierigkeiten hatte, weil mir da auch der erotische Anteil einfach viel zu hoch war. Und ich hatte jetzt so ein bisschen Angst, dass das im vierten Teil so weitergeht. Aber die Angst war völlig unbegründet. Der vierte Teil war wieder mehr wie der erste und der zweite. Und der erotische Anteil hielt sich echt in Grenzen, Gott sei Dank. Und es war okay für die Geschichte. Es geht in You um Josie und um Chase. Und die beiden sind beste Freunde. Yay, wer hätte es gedacht? Ich liebe solche Geschichten einfach. Chase war ein Jahr lang in Afrika und ist dann wieder nach Hause gekommen und sucht jetzt eine Wohnung in New York und findet keine. Und seine beste Freundin Josie sucht eine neue Mitbewohnerin. Und die beiden reden dann irgendwann eines Tages über diese Situation und stellen fest, sind wir doof? Ich kann doch bei dir einziehen. Läuft doch. Und sie sagt dann, ja, hey, ich wollte eigentlich eine Frau als Mitbewohnerin, damit ich mich sicherer fühle und so. Aber du bist mein bester Freund, das passt schon alles. Und ja, dann ziehen die beiden zusammen. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, was passiert. Die beiden merken dann sehr, sehr schnell, dass da irgendwie mehr ist als Freundschaft. Aber keiner von beiden will es sich so wirklich eingestehen, weil keiner von beiden so die Freundschaft gefährden will. Und ja, was dann mit den beiden am Ende passiert, das ist es, worum es in You schlussendlich geht. Und ich kann nur sagen, dass mir die Geschichte wieder gut gefallen hat. Süße, niedliche Liebesgeschichte für zwischendurch. Oh, es tut mir leid, ich kann diesen Satz eigentlich auch schon längst nicht mehr sagen und nicht mehr hören. Ich muss mir da mal eine Alternative zu überlegen, was ich stattdessen sagen kann. Aber es ist halt so. Es ist wieder eine lockere, leichte Geschichte, die man zwischendurch easy lesen kann, wo man entspannen kann, wo man nicht denken muss.
Und ja, ich fand den Teil wieder richtig gut. Man weiß jetzt auch schon, um wen es im nächsten Teil geht. Da kommt dann im Herbst, glaube ich, erst raus der nächste Teil. Da geht es dann um den Bruder von Chase. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf, denn er ist Automechaniker und tunt ganz, ganz tolle Autos. Und sein Gegenpart wird eine ehemalige Auszubildende von ihm. Und ich denke, das wird auch eine richtig coole Geschichte werden. Und ja, mehr kann ich zu You eigentlich auch nicht sagen, wenn ihr da mehr wissen wollt. Ich habe ein extra Video gemacht, da es ein Rezensionsexemplar war. Also schaut da einfach nochmal rein. Ich kann nur sagen, süße, niedliche Liebesgeschichte für zwischendurch. Es tut mir leid, mich nervt dieser Satz selber. Ansonsten würde ich jetzt sagen, kommen wir zum letzten Buch für dieses Video. Und zwar habe ich noch gelesen im März Die Legende der vier Königreiche besiegelt. Das ist der dritte und letzte Teil dieser Trilogie. Ich habe wieder eine Reihe beendet. Ich freue mich so. Und da ist das Video ja die Woche auch erst online gegangen zu dieser Reihe. Deswegen werde ich jetzt hier auch nicht allzu viel sagen. Zum Inhalt kann ich sowieso nichts sagen, dass der dritte Teil ist und das eine fortlaufende Reihe ist. Ich euch sonst spoilern würde. Deswegen kann ich nur sagen, dass ich diese komplette Reihe absolut feiere. Ich finde diese Reihe immer noch unglaublich gut. Ich finde immer noch, dass diese Reihe viel zu wenig Beachtung bekommen hat. Und jeder, der gerne Jugendhai-Fantasy-Geschichten liest, sollte sich diese Reihe auf jeden Fall angucken. Sie ist so unglaublich gut, denn diese Reihe ist vom Ton her mal ein bisschen rauer. Nennen wir es so. In meinem Reihenvideo hatte ich, glaube ich, derber gesagt und dann rauer, aber es ist egal. Nennen wir es einfach rauer. Also der Ton in dieser Reihe ist einfach rauer. Das ist nicht alles so, hi, Titai, alle haben sich lieb, sondern hier geht es auch mal so zur Sache. Da wird auch mal einer umgemorkst oder mal einer gefoltert oder geköpft oder so. Also da passieren halt auch schon mal so ein bisschen härtere Sachen, in Anführungsstrichen. Aber es ist alles noch jugendbuchkonform. Also da wird jetzt nicht bis ins Detail irgendwas beschrieben, wie einer gefoltert wird oder sowas. Sondern es ist alles noch sehr jugendbuchgerecht. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal erwähnen. Aber ich fand es halt einfach toll, dass das halt mal so ein bisschen anders ist. Und ich fand die Charaktere toll. Ich fand die Welt toll. Ich fand die Geschichte toll. Ich fand das einfach alles toll. Ich fand die Liebesgeschichte einfach nur toll. Und ja, ich liebe diese Reihe sehr. Und wenn ihr gerne Jugendhai-Fantasy-Bücher lest, schaut euch diese Reihe unbedingt an. Wie gesagt, ich kann jetzt dazu nichts weiter sagen, weil es halt der dritte Teil ist und ich euch sonst spoilern würde. Wenn ihr auch hier mehr wissen wollt, schaut in der Reihenvorstellung, die ich dazu die Woche gemacht habe, einfach mal rein. Da erzähle ich am Anfang, worum es in dieser Reihe eigentlich geht. So, und mehr kann ich jetzt dazu auch nicht sagen. Das war mein Lesemonat vom März. Es waren im März insgesamt 9 Bücher, die ich gelesen habe, was für mich wieder ein sehr, sehr guter Schnitt ist. Und ja, im April habe ich bisher 2 Bücher gelesen. Da muss ich noch ein bisschen ranklotzen, aber ich habe ja auch noch eine Woche Urlaub über Ostern und habe da ja auch noch ein bisschen Zeit zu lesen. Also es ist ja gerade mal Anfang April. Man will sich ja immer nicht gleich stressen. Und ich habe jetzt angefangen, mir eine Leseliste zu machen. Ich hasse Leselisten aufs Übelste, aber ich merke, dass ich mit meinem aktuellen System nicht klarkomme. Ich habe ja das ganze letzte Jahr so gesagt, ich lese das, worauf ich Bock habe. Habe ich gemacht und habe immer nur alle Bücher gelesen, die neu waren. Und ich habe nichts von meinem Sub gelesen. So gar nichts, wirklich. Vielleicht 1, 2 Bücher. Und das möchte ich dieses Jahr nicht wieder haben. Weswegen ich mir jetzt eine Leseliste gemacht habe, wo gemischt neue und alte Bücher drauf sind. Also alte Bücher im Sinne von, die stehen hier schon 1, 2, 3 Jahre rum und ich müsste sie endlich mal lesen. Und ja, ich versuche damit so ein bisschen meinen Sub noch ein bisschen abzubauen. Ich habe das Ganze jetzt für mich vorgeplant bis Juli, August, September. Bis September habe ich für mich jetzt vorgeplant, was ich in welchem Monat lese. Ob das so funktioniert, ich habe keine Ahnung. Aber wenn es funktioniert, dann schaffe ich es bis Jahresende 30 Bücher von meinem Sub abzubauen und keine neuen dazu zu kaufen, die dann auf dem Sub landen. Was wahrscheinlich sowieso nicht funktionieren wird, weil es funktioniert ja sowieso nie, wie man es sich ausrechnet. Und es kommt bestimmt kurzfristig noch das ein oder andere Rezi-Exemplar oder sowas da dazwischen. Schauen wir mal. Aber ja, bisher habe ich mir erstmal so den Plan gemacht, dass ich zum einen meine Reihen beendet bekomme, dass ich meinen Sub abgebaut kriege, dass ich halt dann auch irgendwann mal so in den vollen Genuss kommen kann und sagen kann, so, jetzt kann ich mit gutem Gewissens mal eine neue Reihe kaufen, die rauskommt und lesen und muss dabei nicht so ein schlechtes Gewissen haben, dass ich hier noch 20 stehen habe, die eigentlich längst mal gelesen werden müssen. So viel am Rande, ich weiß gar nicht, ob euch das überhaupt interessiert. Ich habe es euch jetzt trotzdem erzählt, egal. So, das war jetzt mein Lesemonat. Ich bedanke mich auf jeden Fall wie immer fürs Gucken. Wie immer gilt, wenn ihr die Bücher kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss!